Im Schatten des Fernsehturms hat letzte Saison ein kleines Fußballmärchen seinen Lauf genommen. Kreisoberligist Tempo Frankfurt kämpfte sich bis ins Finale des Pokals. Erste Endspiel war dann gegen Verbandsligist Rot-Weiß Frankfurt Schluss. Jetzt will Tempo dieses Märchen wiederholen. In der ersten Runde wartet mit Ligakonkurrent Heddernheim aber nicht gerade ein Freilos. Nichtsdestotrotz ist die Marschroute klar, nur mit einem Sieg landet Tempo in Runde 2. Trainer Dennis Milanovic schont dabei allerdings einige Stammkräfte. Corona-bedingt stehen ja einige kräftezehrende Wochen auf dem Programm. Dem besseren Start erwichen allerdings die in schwarz gekleideten Gäste. Gerade einmal 4 Minuten sind gespielt und schon steht es 1:0. Marc Schäfer nutzt die Schläfrigkeit in der Hintermannschaft von Tempo eiskalt aus. Da scheint die gesamte Abwehr noch im Halbschlaf gewesen zu sein. Die Vorlage kommt von Pascal Hubuch, der vor Vedran Beblek klasse die Übersicht behält. Praktisch im direkten Gegenzug sucht Tempo noch eine Antwort. Peters geht vorbei an Keeper Schreiber, verfehlt dann aber das leere Gehäuse. Und die Gastgeber machen weiter Druck. Der Eckball landet auf dem Kopf vom Kapitän. Sebastian Schreiber lenkt den Ball gerade noch so an den Querbalken. Es rollt jetzt ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor zu. Der Ausgleich scheint nur noch eine Frage der Zeit. Schöner, langer Ball in den Lauf von Peters. Und dann ist es passiert. Nach 23 Minuten gelingt Tempo der fast schon überfällige Ausgleich. Das ging jetzt aber alles auch viel zu leicht. Ein langer Ball hebelt die gesamte Defensive aus. Dazu rutscht Schreiber beim Herauskommen noch unglücklich weg. Manchmal läuft einfach nichts zusammen. Auch nach dem Ausgleichstreffer bleibt es beim Spiel auf ein Tor. Vor allem Standardsituationen sorgen immer wieder für Gefahr. Noch hat Schreiber ein Wörtchen mitzureden. Kurz darauf wieder eine Standardsituation und diesmal ist Schreiber machtlos. 4 Minuten vor der Pause dreht Tempo das Spiel. Klasse Freistoß von Boban Dokić. Nach dem frühen Führungstreffer tut Heddernheim zu wenig für das Spiel. Das 2:1 ist zur Pause definitiv verdient. Das dürfte auch Dennis Milanovic so sehen. Mit so einer Leistung ist der Traum vom erneuten Pokalfinale durchaus in Reichweite. Und auch nach dem Seitenwechsel bleibt Tempo die klar aktivere Mannschaft. Es dauert gerade einmal 3 Minuten, da liegt der Ball schon wieder im Netz. Torschütze zum 3:1 ist erneut Nemanja Peters, der glücklich angeschossen wird und Schreiber dann mit einem schönen Heber überwindet. Heddernheim ist jetzt etwas von der Rolle und so findet Tempo immer wieder große Lücken in der Defensive. Das ist das 4:1 nach 51 Minuten. Jon Samoila mit der Vorentscheidung in diesem Pokalspiel. Die Gäste müssen jetzt aufpassen, sich hier nicht eine richtige Packung abzuholen. Wer auf ein Aufbäumen von Heddernheim gehofft hat, der wartet vergeblich. Stattdessen präsentiert sich Tempo gnadenlos in der Offensive. Nur Sebastian Schreiber ist noch der letzte Fels in der Brandung. Auch in der Folge hat Tempo noch genug Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Hier steht das Aluminium im Weg. Die Gäste schaffen es danach, etwas an Spielkontrolle zu gewinnen, allerdings ohne selbst gefährlich zu werden. Torgefahr entsteht eigentlich nur durch Kontermöglichkeiten für Tempo. Boban Dokić mit der nächsten dicken Gelegenheit. Den setzt er allerdings etwas zu hoch. Die letzte Gelegenheit in diesem einseitigen Pokalspiel hat nochmal Jon Samoila. Er scheitert aber am besten Mann von Heddernheim. Sebastian Schreiber bewahrt sein Team vor einer noch höheren Niederlage. Es bleibt am Ende beim 4:1 für Tempo. Dennis Milanovic am Mikrofon mit seinem Fazit. Wollte ich ein paar Spieler sehen und so. Die haben alle sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, und das ist jetzt unser Ziel, dass wir 15, 16 Spieler in mehrere große Kader haben, dass wir oben mitspielen. Bei Tempo wurde heute zwar kein ganzes Märchen geschrieben, aber zumindest die Grundlage gelegt für ein weiteres Pokalwunder.